zwischen den Jahren habe ich Zeit für ein kurzes Video ohne große Vorbereitung. Da geht es heute mal um ein Gesundheitsthema. Ich habe das ja so beschrieben als alten Soldatentrick und das stimmt auch. Ich habe in meinem Leben in schon vielen widerlichen Duschen und Waschräumen mich duschen und waschen müssen. Das nimmt man im Kauf, so einen unappetitlichen Duschraum, wenn nichts anderes da ist und einem nach Körperpflege ist. Das waren alte Duschräume in alten Kasernen, die schon 60, 70 Jahre alt waren, mit widerlichen gelben Fliesen, mit braunen Fugen und mit alten Steinfliesen, mit Kalküberzug. Und nicht immer hat man Badelatschen dabei gehabt. Die wurden damals noch gar nicht ausgegeben bei uns in der Grundausbildung. Und was macht man? Entweder man duscht oder man duscht nicht. Und man kann sich in solchen Gemeinschaftsduschen, in so alten, kann man sich einiges holen. Ich denke da zumindest mal an Fußpilz und an Warzen. Und deswegen will ich euch heute mal einen Tipp geben. Hört sich für manche vielleicht widerlich an, ist aber ein Top-Mittel, um Fußpilz und Warzen zu vermeiden. Und zwar geht es ums Pinkeln unter der Dusche, zum Ende der Dusche hin. Das ist ein alter Soldatentrick, der weiter gesagt wurde. Hört sich widerlich an, aber in der Tat überlegt man sich es nachher, wenn man barfuß auf so einer verkalkten, dreckigen alten Fliese steht, die schon Jahrzehnte alt ist, und da macht man das dann eben. Natürlich nur, wenn man allein ist. In Gemeinschaft kommt es wirklich nicht gut. Und jetzt erzähle ich euch mal ein paar Gründe, die noch dafür sprechen, dass man unter der Dusche sich über die Füße pinkelt. Es geht um den Harnstoff und Umfragen in Amerika haben gezeigt, dass 80% der Amerikaner sich unterm Duschen pinkeln. Es hat noch den anderen Effekt, dass man sich jedes Mal 6 bis 9 Liter Spülwasser spart. Das sind im Jahr ca. 4000 Liter Wasser. Das ist eine ganze Menge, 4 Kubik. Und es ist klinisch nachgewiesen, dass Urin gegen Fußpilz, gegen Hühneraugen und gegen Warzen hilft. Deswegen lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Drei Vorteile habe ich euch aufgezählt und auch die Umweltgründe. Erst gestern habe ich auf Netflix eine neue Serie angefangen. Science-Fiction-Serie aus Korea. Koreaner sind stark im Kommen, finde ich, filmisch. Da geht es um die Wasserverknappung auf der Erde. Da bekommt man Wasser nur noch mit der Kreditkarte und rationiert, je nachdem, wie wichtig das man für das System ist, kriegt man die Zuteilung. Und da habe ich heute schon so ein richtig schlechtes Gewissen, wie ich meinen Teller vorgespült habe mit Wasser, bevor ich den Teller in die Spülmaschine habe. Da passt es gerade ein bisschen zum Thema. Gut, das war es auch schon wieder mit dem kurzen Video zwischen den Jahren. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.